Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner und in diesem Kanal findest du immer Informationen für ein gesundes, fittes und schmerzfreies Leben. Und wir sind jetzt bei Regel Nummer 6 der 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für ein gesundes und letztlich auch fittes Leben angekommen. Es ist ein bisschen Zeit verstrichen zwischen Regel Nummer 1 bis 5 und jetzt Regel 6 bis 10. Das liegt daran, dass ganz, ganz viele andere tolle Sachen anstanden, die wir besprochen haben in Videos. Und jetzt machen wir eben mit diesem Thema weiter. Regel Nummer 6 lautet, mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke sind nicht empfehlenswert. Vermeiden Sie diese möglichst und setzen Sie Zucker sparsam ein. Sparen Sie Salz und reduzieren Sie den Anteil salzreicher Lebensmittel. Würzen Sie kreativ mit Kräutern und Gewürzen. Und warum gibt es diese Regel jetzt und wie schneiden wir da so ab? Wir schneiden, was Zucker angeht, nicht besonders gut ab. Wir haben in unseren Lebensmitteln, in unserer täglichen Ernährung doch noch mehr Zucker, als empfohlen wird. Empfohlen werden so 10% der Nahrungsenergie maximal aus zugesetzten Zuckern zu gestalten. Und das liegt daran, dass bei mehr als 10% der Nahrungsenergie, die aus Zuckern kommt, steigt der Anteil von Übergewicht sehr stark an. Und das heißt, Zucker wirkt auch vor allem über den Effekt, dass es Übergewicht begünstigt. Das heißt, zuckerreiche Lebensmittel sind sehr, sehr schmackhaft und diese zuckerreichen Lebensmittel haben dann eben auch noch viel Fett und meistens auch noch viel Salz, was dann dazu führt, dass wir von sehr kalorienreichen Lebensmitteln zu viel essen, zu viel, als wir eigentlich von der Energiebilanz her benötigen. Und das führt dann zu Übergewicht. Außerdem ist der Effekt von Zucker auf die Zahngesundheit, also was Karies angeht, bewiesen. Und deswegen sagt die DGE hier, wir sollten Zucker einsparen. Genauso wie eben auch Salz, weil bei Salz der Einfluss eben auf Bluthochdruck bewiesen ist. Und deswegen sollten wir uns auf Kräuter und Gewürze eher verlassen, um die Nahrung, die wir essen, schmackhaft zu gestalten. Wir haben dann auch noch den doppelten Vorteil, dass Kräuter und Gewürze auch noch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die dann sogar gesundheitsförderlich sind und eben nicht, dass wir den Großteil des Geschmacks eben durch Zucker und Fett bekommen. Also das ist so der Hintergrund hinter dieser Regel. Und am besten lässt sich das eben umsetzen, wenn man viel selber kocht, wenn man möglichst unverarbeitete Lebensmittel selber in seinem Haushalt verarbeitet, dann kann man nämlich selber entscheiden, wie viel Salz und wie viel Zucker man so dort hineinpackt. Und wenn man eben industriell verarbeitete, verpackte Lebensmittel kauft, dann ist dort eben oft ein relativ hoher Zucker- und Salzgehalt schon integriert. Und den kann man natürlich nicht wegnehmen wieder. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und guck dir die anderen 5 Regeln auch nochmal an und auch die nächsten 4, die da noch kommen. Denn das sind wirklich die absoluten Basics für die Ernährung. Es gibt ganz viele Hypes, aber das sind einfach wirklich die Basics aus mehreren Jahrzehnten Erforschung, die wir einfach schon wissen, dass sie funktionieren.